Was war das? Einen herzlichen Abend, ein Willkommen und ein Hallöle zu einer weiteren Folge. Spielen wir mal Minecraft. Immer noch in den Untiefen der Tiefen. Yeah. Jetzt braucht man den Bass in der Anlage. Was muss ich erwähnen? Wir sind immer noch hier und ich will immer noch Strip minen. Weil. Man kann nie genug Diamanten haben. Wir brauchen leider noch ein paar, deswegen noch eine. Naja, ich will jetzt nicht sagen öde Folge, aber ich sag mal öde Folge. Mit Strip Mine Action. Und, so. Hier Strip minen wir mal noch ein bisschen weiter. Gänge mal länger als 5, weil das letzte Mal war auch bei einer Tiefe von 10 dann was entdeckt, was wir dann weiterverwenden konnten. Ich muss die Musik ein bisschen leiser machen. Musik ist neu. Ich habe was Neues aufgetan. Kevin MacLeod heißt der nette Mensch, der seine Werke royalty-free ins Internet gestellt hat. Ich hab mal zugeschlagen. Sind neue 3 Stunden Musik, die ich so jetzt in meiner Playlist habe. Ja, und ich hoffe mal, euch gefällt es genauso gut wie mir, weil ich habe mal ein bisschen schon reingehört. Sollte man ja machen, bevor man das euch so präsentiert. Und es ist eigentlich auch nett. Vor allem ist meine Abwechslung zu mir anderen. Oh, da nix. Mein Gott. Stand ja mal unter den Videos. Es tut mir leid, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. Auf jeden Fall. Ja. Das wäre schon was, ne? So. Hier müssen wir noch wieder Kabel reintun. Wie viel Schrott haben wir denn dabei? Ein Diamanten. Das ist ja auch Schrott. Irgendwo Wassereimer. Ja, gut. Nee, war nicht gut. Ich wollte ja noch Fackeln machen. So. Auf jeden Fall. Hier klingt, also es klingt halt anders. Sind jetzt explizit für Soundtracks produzierte Stücke. Und hört man auch schon ein bisschen, ist ein bisschen anders aufgezogen. Das ist bei. Au. Ach, ich will wieder Au da nichts sagen, aber ich glaube, es heißt nicht ganz so. Ich müsste jetzt nachgucken, aber habe jetzt keine Zeit. Das kommt davon, wenn man es nicht tut. So, und aber das andere kann ich ja mal machen. Ich muss jetzt eine Minute draufrechnen oder 2. Weil. Ich bin ja jetzt schon eine Weile hier am Machen und Tun. Ich auch wie die anderen immer im Dunkeln meinen konnten. Ich habe bisher die letzten Aufnahmen bei Tag aufgenommen. Jetzt ist es mal wieder Nacht. Und bei Nacht erkennt man doch ein bisschen mehr auf seinem Monitor, muss ich ja doch mal zugeben. Ist jetzt nicht so gut, das zuzugeben wahrscheinlich, aber ist halt so, ne? So. Kabeln wir das Ganze mal wieder zu. So. Und weiter geht's.
so langsam. Paar Fackeln. Fackeln kann man immer machen, ne? Ich suche ja eigentlich immer noch Diamanten. Eigentlich. Naja, mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und finden jetzt noch ein paar. Würde ich schon zubauen. So, erstmal in die Richtung wieder. Weil für den Verzauberungstisch, um die 37 Level, die wir jetzt schon besitzen, effektiv einsetzen zu können, beziehungsweise überhaupt erstmal herzustellen, brauchen wir zum einen Bücher. Bücher gehen, weil wir haben ja schon ein bisschen Leder und wir haben auf jeden Fall jede Menge Papyrus, weil ich den da unten oder da draußen schon mal angebaut habe, das, was ich gefunden hatte. Summa summarum ergibt sich daraus die Möglichkeit für uns, bereits jetzt Bücher zu haben. Okay, Kohle, Redstone, das heißt eigentlich in Kombination Diamanten. Ich höre jetzt auch keine Lava bislang, das ist schon mal gut. So. Also holen wir uns mal den Kram hier aus der Wand. Könnte auf jeden Fall Diamanten bedeuten. Weil es wär eigentlich logisch, die Diamanten in die Nähe von Kohle auch zu packen. Die Kombination aus beiden wäre schön, wenn es heißen würde, dass es sich dabei um auch ein Diamantenvorkommen handeln würde. Was es jetzt in diesem Fall anscheinend doch nicht ist. Schade. Weil ich will euch ja nicht zu lange mit... ja, gut, ist egal. Dahinter spawnt nichts und wenn er was spawnt, kann der Zombie da in der Ecke stehen bleiben oben. So. Hier haben wir was gefunden. Das heißt, wir gehen da jetzt einfach mal rüber. Jetzt rennt er wieder. So. Ja, und zur Musik. Es ist ein bunter Mix aus allen möglichen Soundtrack-Geschmacksrichtungen, die der nette Herr auf seiner Webpage zusammengestellt hat. Das Complete Soundpack von ihm stand November letzten Jahres. Kann man auch auf einmal runterladen. Kostet dann einmalig 78 Euro, aber man darf halt auch Einzelstücke so runterladen. Jetzt habe ich einfach mal ein bisschen drauf rumgeklickt, um mal, wie viel sind es, 3 Stunden oder so zusammengestellt. Also zusammengestellt ist jetzt auch übertrieben. Einfach mal großflächig so, so reicht das. Wollen ja auch nicht zu viele Fackeln verschwenden. Nee, ich habe einfach mal großflächig das zusammengestückelt. Also das, was ungefähr so vom Namen her so klang, als ob es passen würde. Jetzt erstmal gewählt. Und ich muss doch sagen, ist ganz annehmbar bislang. Die paar Sachen, die ich schon gehört hatte und die wir gerade gehört haben, klingen auf jeden Fall vernünftig. Aber es lohnt auch, nachdem man was gefunden hat, noch ein Stück weiter zu graben, weil man findet gleich noch was. Das ist jetzt nicht so toll gerade, weil es ist halt primär Eisen und Kohle, aber naja, wir fangen ja klein an. So, ja, ich wollte schon sagen, hier schon der Gang, also ein bisschen weiter in der Wand drin. Hallo, das mit dem Rennen funktioniert auch immer schlechter, oder? Oder wäre ich einfach nur schlecht? Oh. Ah. Lapis Lazuli. Dreckszeug. Oh. Na, auf jeden Fall sehr hühlig.
Tja, da haben wir nicht mal mehr Platz im Inventar. Für den räudigen Scheiß. So, was können wir denn? Ach, warte mal, wir essen das Schnitzel. So. Haben wir 41 mal Lapis. Anecken. Muss man halt präziser steuern. Oh, ist ja voll mein Metier, präzise hier. Ach, nee, wobei, wir machen gleich mal zwei. So. Ja, die hauen wir erstmal daneben. Packen das, was wir gerade nicht brauchen. Ah, Obsidian. Hätte ich auch mal oben wegbringen können. Besser gewesen. Ja, den Eimer können wir auch reintun. Obsidian nicht. Ja. What crap table. Nein, dann habe ich wieder. Nein, ich habe Holz bei. 2 für 12 brauche ich mir. 50 neue, ey. So. Hier. So, man könnte jetzt die Musik natürlich auch im Nachhinein erst vertonen, dass ich hier mit eigener Musik quasi spiele, nur spreche und mir das so hinbiege, dass ihr die Musik erstmal nicht hören würdet und ich die dann themenbezogen einfüge. Aber im Endeffekt ist es auch so ganz nett. Die einfach schon mal mitdudeln. Ne? Da habe ich ja halt auch was von, während ich hier rumsitze. Ganz wichtig ist jetzt natürlich, ich will nicht zu viel, schon wieder Redstone, Zeit verbringen hier unten. Es geht jetzt primär darum, erstmal Diamanten noch rauszugraben. Soll unser primäres Ziel sein, um dann halt auch wieder ja. So primäres Ziel. Sekundäres Ziel. Spaß haben. YOLO, wie man heute... Mein Gott. Geht euch dieser YOLO-Schwachsinn auch tierisch auf den Senkel? Vor allem alle tun so, als wäre das schon total lange da. Also wahrscheinlich hat es sich in so abgeschotteten Internetbereichen wie Facebook entwickelt. Und ich bin einfach zu alt. Ich habe davon nichts mitgekriegt. Jetzt irgendwie bei YouTube, wo das total so das gelangte durch YouTube in meinen Aufnahmebereich, also in meinen Wahrnehmungsbereich. So ein Dummfug. Ja, aber es ist wahrscheinlich aktuell doch wichtig, das auch mal so zu formulieren, dass es dein eigenes Leben ist und du machen kannst, was immer du willst. Musst halt auch mit den Konsequenzen leben. Aber das ist halt so. Wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht. YOLO-Blödsinn. Kann ich mir eine Domäne für registrieren? YOLO-Blödsinn.de. Der Redstone angegangen und leuchtet so ein bisschen. Was war das?
stehen wir hier im Düsteren.